So, schönen guten Abend. Philipp läuft. Ja, schönen guten Abend zur Pressekonferenz. Ja, ich darf den Peter gleich bitten, uns ein Statement zum Spiel abzugeben. 2:2 im Endeffekt. Wie bewertest du das Spiel, Peter? Ja, es ist, wenn das Spiel so läuft, wie es eben gelaufen ist und wir den Ausgleich so spät machen, muss ich sagen, sind wir natürlich nicht unglücklich. Wenn ich mir das Spiel anschaue, was für Überlegenheit wir gehabt haben, wie viel Ballbesitz wir gehabt haben, wie viele Standardsituationen wir gehabt haben, dann ist im Grunde auch der Punkt für uns nicht genug, in meinem Gefühl, aber auf der anderen Seite ist es halt dann auch so, wenn man es dem Gegner, ich sage, für ihr Offensivspiel so einfach macht, dass sie zu Tormöglichkeiten kommen, dann ist es vielleicht halt auch so, dass die, wenn die das ausnutzen, auch verdient haben. Aber wir sind am Ende dann noch froh, dass wir den Punkt wenigstens mitgenommen haben. Verdient ist er alle dabei. Dankeschön. Für Fragen bitte Handzeichen. Ralf kommt mit dem Mikro vorbei. Sehr alles gesehen. Gibt es keine Fragen. Zu später Stunde. Okay. Peter Klöbel, Kronenzeitung. Okay. Peter, du hast sogar bei dem Elfer Diskussion, um es freundlich zu nennen, was reingeschrien. Ärgert dich sowas oder sagst du, wie bewertest du die Situation? Nein, es ärgert mich nicht. Ich habe beim Interview draußen gesagt, ich habe schon Mannschaften gehabt, wo man wirklich einteilen musste, wer schießt oder sonst irgendetwas, weil sich kaum jemand zum Elfmeterpunkt getraut hat, um die Verantwortung zu übernehmen. Also insofern ist es schon okay, aber in dem Fall, ich brauche diese Diskussion zu dem Zeitpunkt halt nicht. Also den Ball nehmen, kurz einmal sagen, okay, eigentlich, aber eine Diskussion brauche ich grundsätzlich nicht. An und für sich bin ich froh, dass ich mehrere habe, die die Verantwortung übernehmen wollen. Und bestimmt in dem Sinn wird von mir nie jemand, weil das, glaube ich, auch da oder dort mal abhängig ist, wie er selbst im Spiel ist und wenn er das Gefühl hat, er fühlt sich nicht gut, dann kann er jemand die Verantwortung weitergeben, wenn wer anderer da ist. Wir haben halt zu dem Zeitpunkt zweimal auf Meterpunkt gehabt und das brauche ich eigentlich nicht, aber froh bin ich, dass es mehr gibt, die schießen wollen. Ja. Thomas Muck vom Sportreport. Peter, in der ersten Halbzeit habt ihr alles komplett klar im Griff gehabt, über 75% Ballbesitz, klare Chancen über Gewicht, aber so nach der Pause waren so 15, 20 Minuten drinnen, wo ihr mutiger gewirkt habt und ihr auch ein bisschen ins Wackeln gekommen seid. Ich meine, der Gegner hat einiges umgestellt, aber gibt es für diese Phase im Spiel von deiner Sicht aus eine Erklärung? Erstens waren wir nicht mehr so konsequent im Positionsspiel. Das heißt, wir haben uns nicht mehr an das gehalten, wie wir gesagt haben, wenn sie tief stehen, welche Positionen wir auf jeden Fall besetzen müssen, um die Ballzirkulation zu haben und wenig Ballverluste zu bekommen. Und die Ballverluste sind ja auch dann nur gefährlich und deswegen auch in der zweiten Halbzeit gefährlicher, weil die einfache Bälle in die Spitze gespielt haben und mit dem Tempo, wir können nicht überrascht sein, weil wir wissen ja, dass sie gewechselt haben und Tempo ins Spiel gebracht haben, aber die Abstimmung und die Staffelung im Defensivbereich hat uns Probleme bereitet und wenn du das halt weißt, dann bist du nicht mehr so klar in deinen Aktionen nach vorne und das war so phasenweise da, wo es ein bisschen schwieriger für uns war. Und das meine ich damit, dass es zu einfach war, mit einem Ballverlust und einem langen Ball uns in Probleme zu bringen. Das war schade und das können wir normalerweise auch besser verteidigen. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, ob wir dann jetzt dann quasi das Tempo in der Verteidigung nicht so haben wie die schnelle Spitze, aber dann musst du halt anders stehen, musst das anders lösen und das hätten wir normalerweise drauf und das ist was mir ein bisschen ärgert, dass wir das so nicht hingekriegt haben. Ja. Stefan Euler, Ünius. Abschließende Frage. Bitte, du hast gesagt, du bist glücklich über den Ausgleich. Ja. Würdest du sagen, das Ergebnis ist ein glückliches für die Austria oder dem Spielverlauf entsprechend? Ich finde, das Ergebnis ist eigentlich enttäuschend, aber dass er 2:2 wird, ist glücklich, wenn du das zum Schluss machst. Also wenn ich das Spiel... Spielverlauf her, dann sage ich jetzt rückblickend, ist ja klar, dass man gewinnen will. Aber ich habe jetzt gemeint, dass man sagt, wenn ich jetzt zurückblicke, wie das Spiel gelaufen ist, ist es ein glückliches Ergebnis oder gerecht? Habe ich, glaube ich, ganz klar gesagt. Also
wenn du 70% Ballbesitz hast, wenn du öfters aufs Tor schießt, wenn du viel mehr Standards hast, dann sehe ich jetzt keinen Grund zu sagen, das ist glücklich, außer dass es zum Schluss passiert ist. Aber wenn ich 90 Minuten sehe, dann muss ich sagen, dreh ganz einfach das Spiel um und denk dir, Ried hätte so dominant gespielt gegen uns, was würdest du dann sagen? Dann würde man sagen, das ist ein Witz, wie die Austria an die Wand spielen. Wenn wir das so spielen, reden wir davon, ist der Punkt jetzt glücklich oder ist er nicht glücklich? Glücklich ist er, weil er in der 92. oder was passiert ist, aber wenn ich die 90 Minuten sehe, muss ich sagen, waren wir die klar bessere Mannschaft. Ich kann es nicht ändern. Thomas Schrenk von der APA. Noch. Ja, ihr zwei Fragen. Zum einen, der Johannes Handel ist dann rausgegangen. Nehmen wir mal an, er wird angeschlagen gewesen sein. Mhm. Und die zweite, der Marco Djuricin ist gekommen mit ziemlich wenig Spielpraxis, hat man eh gewusst. Und jetzt in St. Pölten war er schon entscheidend, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und auch heute jetzt dort an den Elfer halt rausgeholt, muss man sagen. Wie wichtig ist er derzeit für das Austria-Spiel? Also zum einen, ja, Joe Handel hat Probleme gehabt. In der Pause schon so ein bisschen Kreislaufprobleme und so und hat sich nicht wohl gefühlt und das da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Dann ist so, dass man gesagt haben, okay, wir schauen, dass wir eine Alternative haben. Wir haben ja logischerweise jetzt dann auch nicht die zig Optionen momentan, das muss man da sagen, wir improvisieren in unseren Möglichkeiten. Deswegen ist es auch okay, wie wir es dann trotzdem hinkriegen. Also auch die letzten zwei Spiele mit 4 Punkten. Es fehlen uns ja doch 6, 7 Spieler permanent. Und das hat nichts zu bedeuten, was die ersten 11 betrifft. Da werden wir immer eine gute Mannschaft haben. Aber dann, sage ich, Alternativen und Varianten, die fehlen dir dann logischerweise schon. Und der Marco ist für uns, also ich freue mich ganz einfach, weil der Marco hier eine Möglichkeit ergriffen hat, um sich zu zeigen. Ich würde sagen, wir haben quasi einen Deal abgeschlossen unter sehr günstigen wirtschaftlichen Konditionen für uns, ihm eine Möglichkeit zu geben, hier eine Plattform zu bekommen, dass er zeigt, dass er ein guter Stürmer ist und dass er diese Situation so löst, wie er sie jetzt löst. Freut mich für uns, freut mich für das Trainerteam, aber in erster Linie freut es mich wirklich für ihn, dass er zeigt, dass er ein richtig guter Fußballspieler ist. Ja. Und ist wichtig für uns, keine Frage, also brauchen wir nicht reden. Und darf ich nur nachfragen, weil jetzt viel über die Verträge von den Spielern gesprochen wird, hat der Marco Djuricin eigentlich über den Sommer hinaus? Also wann ist das? Keine Auskunft zu Vertragsdetails. Gut, dann sagen wir Dankeschön, wünschen einen schönen Abend okay. Und eine gute Heimreise. Dankeschön. Gute Nacht.